Radio in. Guten Morgen am Mittwoch. Der Sommer steht schon in den Startlöchern. Übermorgen ist es soweit. Ein bisschen gedulden und dann bekommen wir Sommerfeeling pur. Und das gibt's auch im Wonnemar beim ersten Wonnemar Open Air am Samstag ab 14 Uhr. Und das ist nicht nur die erste Wonnemar Open Air Party, sondern auch die erste Ingolstadt liebt Facebook Party. Facebook, Sie wissen schon, dieses soziale Netzwerk, wo man allerhand Leute im Internet treffen kann. Und eine besondere Veranstaltung, die braucht auch einen außergewöhnlichen Veranstaltungsort. Und deswegen hat sich Organisator Daniel Melegi eben auch für die Donautherme Wonnemar entschieden. Wir haben eine Location gebraucht, die sowohl 300 Leute fasst, als auch 2000 Leute. Wir haben von anderen Städten gehört, dass die überrumpelt wurden von Besuchern. Da war bis zu 5000 Leute die Rede. Und diese Gefahr, die wollten wir so weit wie möglich unterbinden und haben deswegen etwas gesucht, was sowohl weniger als auch mehr Leute fasst. Und es wird eine große Bühne dabei sein. Da gibt's Musik, Funk, Soul und Rock zu hören. Es gibt natürlich Bars mit sommerlichen Getränken und Strandfeeling pur. Es gibt den Jesuitenquelle Beachvolleyball Cup. Dafür können Sie sich sogar noch anmelden. Einfach per E-Mail an info@megazin.de. Da werden nämlich noch Teams gesucht. Also, um 14 Uhr geht es los. Und ja, ist jetzt da ein Dresscode? Lars Nielsen vom Wonnemar. Muss nicht in Badekleidung kommen. Man kann einfach das Beachfeeling mit Cocktails und Liegen im Sand verbinden, was man halt normal an einem, wie man sich ein karibisches Flair vorstellt, unter Palmen und unter der Sonne. Sehr, sehr ideal. Die Füße in den warmen Sand zu stecken, das ist wirklich eine klasse Sache. Das Einzige, was halt nicht dabei ist, ist halt das Badevergnügen. Das fällt außen vor. Das Meer fehlt halt. Wir haben ein Meer an Rasen. So sieht es also aus. Beim ersten Wonnemar Open Air und der ersten Ingolstadt liebt Facebook Party. Wenn Sie bei Facebook angemeldet sind, dann finden Sie da weitere Informationen und dann können Sie auch schon mal gleich bei uns vorbeiklicken. Auch Radio In hat eine Facebook-Seite. Da informieren wir Sie über die neuesten Themen und Sie können ein bisschen mit unseren Moderatoren plaudern.